Ah, okay, da komme ich nicht durch. Scheiße, scheiße, was ist passiert? Fuck off, fuck off, fuck off, fuck off! Ich muss hier lang. Aber das Problem ist, ich kann mich da nicht verstecken. Also ich kann mich schon verstecken so, aber ich komme nicht weiter. Guck mal, jetzt bin ich gefickt. Was soll ich denn machen? Hier bin ich vorhin gestorben. Ich glaube, jetzt ist sie gar nicht mehr hinter dir. Ja, ich war schnell genug anscheinend. Oder? Mhm. Oder ist sie immer noch hier? I don't trust her. Ey, ich kann halt nirgendwo hin, ne? Das ist halt das Problem. Oder wieder runter. Aber diesmal hier. Oh ne, hier hat sie mich bekommen. Hier hat sie mich bekommen. Nein! Okay. Wir probieren es noch einmal. Ich kann aber wirklich nicht sagen, wo ich hin muss. Ich weiß es auch nicht. Oh. Ich habe das Gefühl, man muss irgendwie in diesem Raum. Man kommt hier nicht anders da weg, weißt du? Man muss, glaube ich, einfach nur schnell genug sein. So. Ja. Gotta go fast. Gotta go faster, 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 faster. Da, da. So ein guter Anime. Anime. So, zumindest weiß ich jetzt, wie ich das hier ganz schnell machen kann. Zack, und jetzt. Zack, zack, zack. Schöner als Momo hat jemand geschrieben. Das finde ich aber auch. Wobei ja, jeder schöner als Momo ist. Stell dir mal vor, jetzt passiert auf einmal etwas komplett anderes als vorher. Boah, das wäre. Fickerei-Spiel. Das wäre nicht nur Mindfuck, das wäre einfach nur Fuck. Das wäre Mindrape schon. Mindrape, aber sowas von. Weg, vielleicht musst du im Keller bleiben. Das macht ja keinen Sinn, die steht dann direkt hinter mir. Mhm. Ich muss irgendwie wie vorhin, nee, vorbeilaufen und dann weglaufen. Jemand sowas erlaubt dir, ohne sich eigentlich aus dem Wäschekeller zu kommen. Da gehört die doch hin. Da gehört mir doch hin, ich schwöre. Darf höchstens Weg nehmen, um bis zur Küche zu laufen. So, wo haben wir? Genau, hier haben wir den Zettel. Den gucken wir uns mal ganz kurz an. Auch zweimal. So. Babyform. Und weg hier. Stay with me. Momo und seine schöne Schwester. Ey, was passiert, wenn ich jetzt einfach wirklich hier bleibe? Tot. Aber ich würde das gerne sehen. Okay, scheiß drauf. Creepy. Einfach nur creepy, Alter. So, das Problem ist, genau, jetzt laufe ich hier lang. Jetzt taucht sie wieder hinter mir auf. Ich darf sie nicht angucken. Also ich darf sie nicht direkt angucken. Und ich muss hier an ihr vorbeilaufen. You did it, boy! Ja, ja, aber das habe ich ja schon vorhin geschafft. So, die Frage ist jetzt, wo muss ich hin? Weg. Aber wo weg? Jetzt bin ich ja wieder hier. Oh nein, ich bin so dumm. Ich bin jetzt wieder hier, Leute. Was habe ich getan? Das war voll die dumme Idee. Jetzt werde ich mich wieder selber entschließen. Das geschafft habe. Als ob das funktioniert hat. Das kann nicht funktioniert sein. Funktioniert sein. Das kann nicht funktioniert sein. Das kann einfach nicht funktioniert sein, haben sein. Und was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt einfach so lange wie möglich überleben? Mhm. Also mein Score ist 43 und ich komme da nicht rein. Das hatte doch irgendeinen Code, diese Tür. Echt? Oh, scheiße. Für dieses Personal Only? Weißt du? Ja, aber wo soll ich denn überhaupt irgendwas machen, Leute? Ich bin total überfordert. Ich weiß nicht, wohin. Vor allen Dingen habe ich auch nicht viele Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen. Nee, das stimmt. Guck mal, da war ich schon, da unten war ich schon. Vielleicht muss ich hier nochmal rein und irgendwas machen. Oder gibt es hier auch nochmal eine Tür? Nee, hier gibt es keine Tür. Was soll ich denn machen, Leute? Shit, ich bin ein bisschen überfordert jetzt. Warte mal, was steht hier? They stitched him back together. Ja, das hilft mir natürlich ungemein.
Kapelle. Bei dem Kamin. Don't think. Das ist so bescheuert. Ich komme nirgendwo rein. Ich schwöre. Egal, wo ich reingehe, da ist nichts. Oder muss ich wirklich einfach, solange es geht, überleben? Aber wo ist die Olle denn jetzt hin? Was mit dem Sarg? Den haben wir ja nicht aufgemacht. Oh shit, muss ich nochmal zu dem Sarg gehen? Vielleicht ist in dem Sarg irgendwas. Oh nein, ich will nicht zum Sarg. Aber ich muss zum Sarg. Wieder in den Keller. Nö. Einfach nein. Das sehe ich nicht ein. Ja, da ist der Schlüssel. Oh mein Gott, hast du die Hand gerade gesehen? Ja, ich habe sie gesehen. Ich bin aus Versehen durch sie durchgelaufen. Rennen. Ja, aber welche Tür? Welche Tür? Welche Tür ist denn zu? Junge, hier bin ich. Oh mein Gott, da war sie! Hast du die gesehen? Wie hat die sich denn da hingeportet, bitteschön? Wie hat die sich da hingeportet, Leute? Ich habe keine Ahnung. Kommt sie? Kommt sie? Oh, sie war in mir. Die ist da gespawnt. Okay, ich versuche den Trick nochmal. Sie ist weg. Okay, ich gehe weiter. Mein Herz. Keine Ahnung, wie ich das überlebt habe, ne? How? Ich habe keine Ahnung, wie ich das überlegt habe. Und ich habe keine Ahnung, welche Tür ich benutzen muss. Ach du Scheiße, die war kurz in mir zweimal. Das klingt sehr falsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Kann ich jetzt hier endlich durch? Was für ein Lockt? Ich habe doch den scheiß Schlüssel, Mann. Ich raste aus. Du hast ja mehrere gelockt. Ja, aber wo muss ich denn hin? Ich habe jede Tür ausprobiert. Ich schwöre auf meine Mutter vom Kudder. Achso, stimmt. Aus der Tür kamen wir ja. Und da war auch dieser Authorized Personal Raum. Ich war überall. Ja, das bei uns ganz gerne. Das haben wir gelernt. Die Tür oben, wo du dich eingesperrt hast. Da war eine Tür? Meint er etwa da hinten? Die Tür, wo du beim ersten Mal gestorben bist, das hast du noch nicht probiert. Ah, hier ist die Tür. Okay. Nee, kriegen wir nicht auf. Gibt es vielleicht so eine Art Inventar oder so? Nee. Oder warte mal, ich geh mal eben kurz auf Settings. Nee. Was ist mit How to Play? Vielleicht steht das da mit Inventar oder so. Nee. Haben wir nicht. Nee, da kommen wir nicht durch. Also dieser Schlüssel hat uns einfach gar nichts gebracht. Okay, Leute, habt ihr eine Ahnung? Dein Erdgeschoss. Also ich habe wirklich jede Tür aufgemacht. Aber es sieht nicht so aus. Es sieht voll creepy aus. Ist vielleicht im Keller noch eine Tür? Ich höre im Keller. Sollen wir nochmal in den Keller gehen? Es ist nicht immer noch das Momo-Game, das ist schon unser drittes Game. Genau, das ist das dritte Game und ich gehe nochmal in den Keller, ich Vollidiot. Das ist auch besser als das Momo-Game. Ja, ist definitiv besser als das Momo-Game. Aber das ist davor top für mich immer noch eine. So, aber das zweite, ne? Ja, das war so gut. Das war crazy. So, hier habe ich einen Schlüssel mitgenommen. Und dann ist das Vieh in mir gespawnt, aber ich kann halt nichts machen. So, hier ist keine Tür, ich war bei jeder Tür. Schlüssel in den Sarg. Ja, den habe ich schon. So, hat jemand eine Ahnung, wie es weitergeht? Weil ich habe wirklich alles ausprobiert. Das Momo-Game ist besser, hat jemand geschrieben. What? Ich weiß nicht. Also im Moment, gut, es passiert nichts, muss man fairerweise sagen. Keine Ahnung. Ja, aber es ist auf jeden Fall gruseliger, finde ich. Jetzt einfach irgendwelche Tasten in der Hoffnung, dass es dann. Vielleicht für irgendeine Kiste oder es so? Es gibt einen Hinweis, den du die ganze Zeit nicht aufgehoben hast, da wo du das erste Mal gestorben bist. Wo bin ich denn das erste Mal gestorben? Ah, okay, ich weiß wo. Und da ist ein Hinweis, den habe ich nicht. Da liegt was auf dem Boden. Okay, und den habe ich mir nicht gegeben, den Hinweis. Ich glaube nicht, ne. Okay, alles klar. Okay, dann muss es aber ein ziemlich kleiner Hinweis sein. Wenn ich das gesehen habe, Spieleentwickler, mach das mal ein bisschen. Sind die da das erste Mal gestorben? Ja, ich glaube, hier bin ich nicht das erste Mal gestorben. Das ist nicht das erste. Was mit der Kiste?
Ah, okay, und hier ist ein richtiger Schlüssel. The only way to keep Myrtle in her cup of the world is to lock it. Oh. Ich muss den Sarg wieder schließen. Musst du sie doch in den Sarg locken? Locker wird die erst da oben spawnen. Warte mal, muss ich sie wirklich in den Sarg locken? Ich weiß es nicht. Und dann den Lock betätigen? Sorry. So. Warum machst du kein Lock-Modul? Ist das hier Pokémon Go? Oder? Oh, es ist wieder zu. Is she in there? I should probably do what the note said. Keep lock this thing. Okay, fertig. The silver key teleport inside the coffin. Okay, ich kann in Raum 1 reingehen. Das ist schön. Was? Du musst wieder dagegen dingsen. Heul doch. Heul doch. Juckt mich gar nicht. Okay, das war Key Nummer 1. Wo ist 2? Wo ist 2? Wo ist 2? Wo ist 2? Oh mein Gott, die Tatsache, dass die Musik aufgehört hat, macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Es ist viel zu ruhig. Es ist viel zu ruhig. Also diese Stille macht mich gerade richtig fertig. Ja, habe ich schon. Hier komme ich immer noch nicht durch. Okay, ich dachte, jetzt komme ich da durch. Die tut mir richtig leid, hat ihm geschrieben. Bruder, normalerweise habe ich Empathie. Bruder, die wollte uns flicken. Aber heute ein bisschen schwierig. Da hat jemand geschrieben, ich glaube, wenn die nochmal rauskommen sollte, dann ist sie echt sauer. Nein. Nein. Quatsch. Aber jetzt mal Real Rap. Wo müssen wir hin? Da kommen wir nicht durch. Die Stelle ist echt gruselig. Ja. Die Stelle ist ultra creepy, Mann. Was ist das? Essie ist da. Hallo, Essie. Okay. I'm not asking you to speak to me, but I made something for you today. At first, I thought about going out and picking you the prettiest flowers I could. Oh, die war aber süß drauf. Flowers are beautiful, but eventually they all die. Instead, I made you an origami rose. Paper will never wither, just like my love for you. This rose is black. Aber liegt die da, die Rose? Because the love in one shirt is gone, it was lost in the darkness, and there's no ignoring that. However, even if this love is no longer mutual, there's still one side that will never die. This rose is our symbol. Oh mein Gott. Okay, wir müssen eine schwarze Rose finden. Einfach Yandere. Ja, das ist Yandere-chan. Aber die Frage ist, wo finden... Oh mein Gott. Wo zum Teufel finden wir diese schwarze Rose? Ja, ich habe mich dadurch erschrocken. Ja, dann durchsuchen wir mal alles. Ich glaube hier. Nee. Oh, hier ist auch ein Zettel. Ever since my first day working here, I felt a little strange. Now, after what happened that day, things seem to be getting even stranger. I'd even go so far as to say...